Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind immer noch bei Diana bzw. auf dem GSG-Stand. Wir sind gerade über die Airbag gestoßen, während unserer Recherche hier nach den Neuheiten 2019 für euch. Es gab immer bei der Chaser die Problematik, dass gerade für die Combat-Schützen oder gerade für die Kurzwaffen oder für die Pistolenschützen ein gewisses Griffstück gefehlt hat. Das haben sie jetzt hier mit dem Airbag gelöst in Form dieses Buchenholzgriffes mit diesen integrierten Fingerrillen. Hat einen leichten Match-Touch, aber technisch genau das gleiche Pendant wie zu der Chaser. Was ein bisschen anders gemacht wurde, ist im Prinzip die Mündung im Bereich des Laufes. Ansonsten Antriebsmittel, 12 Gramm CO2 ist immer noch das gleiche. Selbstverständlich auch der neu überarbeitete Diana Match-Abzug. Wir haben uns jetzt gerade noch mal informieren lassen, gerade über diese Technologie des Abzuges. Da wurde was gefeilt. Also gerade speziell für diejenigen, die einen gewissen sauberen Abzug suchen, haben hier im Prinzip mit der Airbag auf jeden Fall ihr deutliches Plus oder dementsprechend ihren Vorteil, gerade von dem Abzugsbereich. Okay? Ansonsten Mikrometervisierung, Höhen- und Seitenverstellungstechnisch kein Problem. Die bekannte 11mm Schiene. Selbstverständlich kann man hier auch diese Kimmenmontierung auch ganz sauber und ganz einfach abmontieren. Okay? Montagemöglichkeit ist auf jeden Fall vorhanden. Ansonsten, wie gesagt, ein völlig gleiches, identisches Modell wie zu der Chaser. Wie gesagt, nur mit dieser mit dem Match-Griffstück. Ab sofort findet ihr natürlich auch die Airbag bei uns im Onlineshop bei waffenfuzzi.de. Ich meine, gehört zu haben, dass das Ganze voraussichtlich Mitte, Ende April auch lieferbar wieder wäre oder lieferbar ist. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr auf eure Meinung, gerade von dem Modell Airbag. Bis zum nächsten Video. Ciao.